Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Set-Besprechung. Ja, nachdem das oder die Test-Set-Besprechung, sage ich mal, zu der Legendary Collection Kyber relativ gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt öfter. Ich habe diesmal auch wieder den Julio am Start. Und wir wollen heute über Flames of Destruction reden. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach mit so einem ganz, ganz allgemeinen Eindruck an. Und da lasse ich den Julio mal den Vortritt. Was hältst du so ganz im Groben davon? Genau, erstmal hallo zusammen. Danke, dass ich auch wieder dabei sein darf. Generell Flames of Destruction ist für mich ein mega geniales Set, finde ich, weil da extrem viele Karten dabei sind, die wirklich ja, spielrelevant sind und auch spielverändernd sind. Deswegen, ja, für mich ein super Set. Ja, ich persönlich stand dem Set, also ich kenne es ja schon ziemlich, die entsprechenden Openings angesehen. Da habe ich war relativ unzufrieden mit den Commons. Also ich war mit einigen Holos zufrieden, aber das waren einige wenige und mit den Commons konnte ich mich nicht so anfreunden. Das hat sich jetzt allerdings geändert, nachdem ich das auch hier in TCGs gesehen habe. Ich weiß nicht, woran das lag. Also ich habe über Flames of Destruction übel hergezogen damals. Also, aber alles in allem muss ich sagen, bin ich doch relativ zufrieden mit dem Set. Natürlich aufgrund eines anderen Blickwinkels auch. Ich glaube, im Allgemeinen sollte man noch sagen, dass in Japan aus 80 Karten besteht und bei uns, glaube ich, aus 100. Genau, ja, ich glaube, ja, so müsste das sein. Wobei ich in Japan, muss ich immer dazu sagen, habe ich wirklich, da schaue ich gar nicht so viel hin ins OCG. Da, ich glaube, bist du eher der richtige Ansprechpartner. Genau. Die Frage ist nur, das ist noch eine allgemeine vorneweg. Gerade irgendwie in den Schoß gefallen ist sozusagen, die alten Sets, die ganz alten, die hatten doch viel mehr Karten, oder? Als 100, diese LOB und so, die hatten doch immer 150 oder sowas, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Aber das wurde jetzt, das müsste ja schon ewig jetzt so sein, dass das, ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wann das geändert wurde. Ich auch Aber nicht. ja. Ja, ich habe es gerade dran gedacht, weil als ich mir eben das Case Open Creep angeguckt habe, da dachte ich mir, die Karten wiederholen sich so schnell, das war doch früher nicht so, deswegen ist mir das bloß gerade so eingefallen. Gut, dann möchte ich eigentlich erstmal auch direkt auf die Kernkarten des Sets, auch was Spielbarkeit angeht, zu sprechen kommen. Zum Beispiel Altergeist Multifaker oder Multitäuscher. Das ist eine Karte, die das ganze Thema auf den Kopf gestellt hat, sozusagen. Ist, glaube ich, auch mit ungefähr 15 Euro die teuerste Ultra. Ja. Ich finde sie optisch gesehen eigentlich auch relativ cool. Ich mag ja die Altergeists, ein paar finde ich komisch, die meisten finde ich aber doch recht cool und Multifaker ist natürlich eine von denen, die mir auch relativ gut gefällt. Aber sag mal, was macht die Karte denn eigentlich so spielstark? Gut, also bei Altergeist ist halt generell erstmal zu Altergeist, ist ein Thema, das natürlich super interessant ist. Aber noch hat das Deck nicht wirklich die Relevanz, wie es im OCG hatte, weil bei uns läuft halt noch sowas rum wie Trutrako und das killt quasi Altergeist noch, bisher noch komplett und somit kann Altergeist sich aktuell noch nicht wirklich entfalten. Wenn da keine Bandits kommt, bezweifle ich auch, dass Altergeist bei uns so Top-Meta sein wird, wie das in Japan der Fall war. Dementsprechend wird sich auch der Preis der Karte oder zwei Möglichkeiten, wie sich der Preis der Karte entwickeln könnte, dass sich Ja. ja der Preis auch mal ein bisschen an die Spielbarkeit richtet. Was meinst du denn? Wird da noch was passieren? Wird da vielleicht noch was gehittet oder was schätzt Also, du? ja, also bandestechnisch wird dann natürlich was kommen. Konami hat ja, glaube ich, angekündigt, nach dem 20. Mai, nach den ganzen Nationals, nicht nach dem 20. Mai, 20. Juni. Da wird auf jeden Fall was gehittet. Trutrako ist halt fraglich, ob sie da was machen, da der Reprint des Diagramms ja schon in der Megatin angekündigt ist. Also ich bin gespannt. Man kann da nur mutmaßen. Ich halte mich da mal bedeckt, was Prediction angeht. Aber um nochmal auf den Multifaker zurückzukommen, das ist halt die neue Keykarte für das Altergeist-Thema. Weil man die Karte eben einfach von der Hand spezial beschwören darf, wenn man eine Fallenkarte aktiviert und ja, das Deck lebt von Fallenkarten. Und zusätzlich kann man halt noch einen Altergeist-Monster als Spezialbeschwörung von Deck beschwören, die Verteidigungsposition, somit ist man quasi direkt im Play drinne und das ist schon nicht schlecht. Okay, und wie steht es um die andere oder dann Altergeist-Karten? Da gibt es ja auch noch diesen Altergeist Pixiel. Ist der in irgendeiner Art und Weise relevant spielerisch? Also ich habe mich jetzt mit Altergeist auch nicht so viel auseinandergesetzt bisher, aber ich glaube oder ich meine, der Pixiel ist nicht ganz so relevant. Vielleicht spielt man den als One-Off, aber ich denke, also wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht wirklich viel beschäftigt, weil das Deck aktuell noch nicht diese Relevanz hat, die das vielleicht noch bekommt. Das werden wir dann sehen, genau. Dann gibt es ja noch einige andere, beziehungsweise zumindest eine andere Karte im Common-Bereich, die ich relativ interessant finde. Das ist dieser Yajiro-Eindringling. Der könnte ja in Fundecks relativ interessant werden.
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sage ich jetzt mal, als ich den Effekttext durchgelesen habe. Ja. Was hältst du denn von der Karte? Muss ich tatsächlich mal kurz nachschlagen. Also ich habe die Karte offen. Nee, also ich, also gut, schlecht ist sie nicht, aber ich glaube, dass die Karte nicht so wirklich, gut für Fundex vielleicht, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass die Karte irgendwie, klar, man kann das vielleicht mit irgendwelchen Loops machen, wo man irgendwas banisht mit den Topologics so, aber ansonsten glaube ich, wird die Karte nicht sonderlich relevant werden oder sein, aktuell, aber ich sag niemals nie, in Yu-Gi-Oh! Hat sich nach Jahren manchmal eine Karte zum Positiven entwickelt. Ja, wo man nie gedacht hätte, dass die jemals irgendwas gehen würde. Genau. Um das Thema Commons und Low Res dann für das Set mal abzuschließen. Im Allgemeinen muss ich persönlich jetzt sagen, dass ich die Commons doch teilweise recht gelungen finde, zum Beispiel Elementar Set einer. Die Frage ist jetzt bloß, ist jetzt hier bei den Commons aus diesem Set noch irgendwas dabei, was spielerische Relevanz hat? Also ich finde zwei Karten auf jeden Fall noch sehr interessant. Das ist einmal die drei trollenden Trolle. Das ist halt vielleicht für Zodiac-Spieler noch interessant. Zodiac ist ja ein Thema, was momentan ja eher tot ist. Man kann es zwar noch spielen, man sieht auch immer mal wieder, dass Leute damit toppen, auch irgendwelchen Regios. Und die Karte ist halt ein ungeheuer Krieger und zusätzlich ein Empfänger, der Zodiac zumindest ein paar Plays wieder enabled, aber wird man auch abwarten müssen, ob die Karte nochmal irgendwie oder an Relevanz zunimmt oder gewinnt. Aktuell nicht, aber ist sicherlich eine interessante Karte, wie ich finde. Und dann gibt es noch die Urkatze. Das ist auch eine Karte, wo ich sage, die könnte vielleicht, also finde ich interessant, könnte vielleicht irgendwann mal eine Kombo damit geben, wo das Ganze so ein bisschen interessant ist, aber ja, das sind auch dann schon die einzigen beiden Commons, die ich wirklich relevant finde. Ja, und bei den Rares, da gibt es ja dann halt auch noch ein paar. Genau, bei den drei Trollen, da war ich nicht Karte, weil die auf mich so alt wirkt. Ich bin mir aber nicht sicher gewesen, ob es da nicht schon mal so was Ähnliches gab. Klingelt bei dir auch nichts, oder? Also ich vom Artwork her glaube ich, gab es da was in die Richtung schon mal. Aber ich habe da aus spontan fällt mir da jetzt auch keine Karte Lange, ein. lange. Also ich hab da ewig überlegt. Also mir Ja. ist da jetzt so auch nichts eingefallen. Genau. Dann gibt es ja auch einige neue Themen, die in diesem Set rausgekommen sind, darunter zum Beispiel die Element Sabers und die Nightmares. Genau. Was hältst du denn jetzt so pauschal von beiden Deckthemen? Also ich persönlich muss sagen, die Element Sabers, die gefallen mir jetzt im Großen und Ganzen eher mittelmäßig. Wer mir halt wirklich optisch sehr gut gefällt, ist diese Element Saber einer. Ich persönlich jetzt zum Beispiel wesentlich lieber als Ultra Rare gesehen hätte, als eben diese, oh Gott, wie hieß sie denn? Makani, glaube ich. Makani, ja. Genau, also die hätte ich persönlich wesentlich lieber als Ultra gesehen. Das Artwork toll von der Karte. Aber ansonsten finde ich die jetzt eher mittelmäßig und naja, Nightmares, muss ich persönlich sagen, bin ich eigentlich ein sehr großer Fan von der Optik. Am liebsten habe ich ja den Goblin und die Meerjungfrau, die ja nur einen Rare Print bekommen hat. So wie den Phönix, die Super Rare, die da war, und den Cerberus. Also, es sind im Prinzip alle cool, aber das war jetzt so meine persönliche Abstufung, sag ich mal. Was Ja. hältst du denn von den beiden Themen? Ja, genau. Also erstmal zu den Element-Sabern. Also ich hatte mich im Vorfeld bevor das Deck rauskam oder bevor das Set rauskam, viel mit einem Bekannten von mir über das Element-Saber-Thema unterhalten. Und da waren wir immer so zweierlei Meinung. Also ich war von Anfang an der Meinung, dass das Deck nicht sonderlich relevant sein wird. Er hat das Gegenteil behauptet und ich bin, nachdem das Deck jetzt erschienen ist oder das Thema erschienen ist, immer noch derselben Meinung, das ist ein Deck, das ist ein schönes Fun-Deck. Und das reiht sich so im Spielniveau mit Sig Samurai ein, aber das ist kein Deck, was irgendwie, ja, was reißen wird. Und bei den Nightmares? Ja, bei den Nightmares sieht es dann wieder komplett anders aus. Die Nightmares sind eine komplette Meta-Veränderung quasi, weil die Nightmares spielst, kannst du quasi in jedem Deck spielen. Die werten quasi alle Decks, die vor dem Tier-2-Bereich waren, unheimlich stark auf. Das ist zum Beispiel ABC, das macht das Deck unheimlich stark. Dann kam auf einmal zum Beispiel Gookie, kann man jetzt Gookie Nightmare spielen, was dann auf einmal auch ein Combo-Deck ist, was kann. Hängt natürlich auch noch mit den anderen Support-Karten zusammen. Dann auch noch sehr wichtig Spiral, ein Deck, was wir ja sehr lange in der Meta vertreten hatten, was auch einige Turniere gewonnen hat, war ja ein bisschen verschwunden und durch die Nightmares ist das Deck jetzt wieder zurückgekehrt in die Meta, denke ich, wobei wir jetzt noch kein großes Turnier hatten, aber es hat jetzt die letzten Tage schon ganz viele Regio-Tops und ich bin da guter Dinge, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber Nightmare bringt da schon mal einiges wieder ins Rollen und ich bin gespannt, also man kann das quasi ja in fast jeden Deck momentan rein splashen und spielen. Genau. Was mir zum Thema Element selber noch gerade einfällt, beziehungsweise gerade sehe, die haben
Zauberkarte, Palast der Elementherrscher, das gehört, glaube ich, auch zu denen. Genau. Wenn ich mich nicht täusche, die muss ich, wollte ich bloß anmerken, würde ich sagen, finde ich super geil. Finde ich super geil, die Karte, die ist super schön designt. Genau. Jetzt haben wir auch noch einige andere Themen in diesem Set vor Link-Support bekommen. Da haben wir zum Beispiel wieder Altergeist mit Kidolga oder Gookie mit dem Meister-Ogre, genauso wie eben Trickstar mit der Blüte und diesem Delphinium, glaube ich, so heißt sie. Ja. Genau. Und Aufzieh Senmai hat ja auch eine Link-Monsterkarte bekommen. Will einfach mal so nach der Reihe durchgehen, wie finde ich jetzt relevant sind oder das Deck unterstützen. Da würde ich mal mit Altergeist anfangen. Altergeist Kidolga, meiner Meinung nach, optisch richtig schön. Aber was bringt die denn spielerisch? Ich schätze jetzt einfach mal nicht so viel, oder? Ja, gut, also die Sache ist halt, sie braucht halt zwei Altergeistmonster, was erstmal nicht schlecht ist, weil Link 2 Monster sind relativ leicht beschwörbar. Das ist quasi einmal der Multifaker-Effekt und dann schon kannst du auf den Kidolga gehen. Und zusätzlich sagt sie halt, wenn ein Altergeistmonster, das ich kontrolliere, meinem Gegner Schaden zufügt, kann ich ein Monster meinen Friedhof wählen. In seinen Friedhof wählen, beziehungsweise beschwöre das Ganze als Spezialbeschwörung in der Zone, auf die diese Karte zeigt. Aber es kann dem Spielzug halt nicht mehr angreifen, es sei denn, diese Karte hat dem Spielzug bereits einen Angriff deklariert. Generell würde ich die Karte nicht komplett abschreiben, weil man mit ihr vielleicht irgendwie was verbauen kann. Aber die beste Karte ist es definitiv nicht. Genau, okay. Gut, sie kann halt Dann recyceln, das sollte man noch dazu sagen. okay. Ja. Gut. Dann gibt es ja noch den Gookie, der Meister-Ogre, auch eine optische Meisterleistung, meiner Meinung nach. Da meintest du ja schon im Vorfeld, wir haben ja davor auch schon, dass er vielleicht für Fundex oder dass man im Allgemeinen die Link-Monster von Gookie für Fundex hernehmen kann. Inwiefern wäre der denn in einem Fundex relevant? Ja gut, also in einem Fundeck ist der halt auch nur in der Gookie-Fundeck-Variante relevant. Also Gookie, denke ich, kann man momentan in zweierlei Varianten spielen. Entweder man spielt das Ganze pur ohne die Nightmares, dann kann man die generell Gookie-Link-Monster spielen. Wenn man das allerdings mit Nightmare zusammenspielt, dann wird man keins der Gookie-Link-Monster spielen. Da diese Karten leider wirklich alle ziemlich beschissene Effekte haben, muss ich leider wirklich so sagen. Der Meister-Ogre an sich ist zwar nicht komplett kacke, aber ist halt trotzdem auch nicht die beste Karte. Dafür, dass sie Link 4 ist, kostet sie halt schon mal mindestens drei Monster. Wenn nicht 4, kommt halt auf die Situation drauf an. Da entscheidet man sich eigentlich in den meisten Fällen für was Besseres wie einen Borloat oder einen Saruya. Okay, du hattest ja gerade noch mal die Nightmares angesprochen. Ja. Da hatte ich nämlich vorher einen Punkt vergessen. Und zwar gibt es ja die beiden Karten, die Meerjungfrau, Albtraumritter, Goblin. Der Albtraumritter, Goblin ist ja die zweiteuerste Ultra Rare aus dem Set, soweit ich weiß, mit ungefähr 4 bis 6 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, geht sogar schon an die 7 mittlerweile. Genau, was kann die Karte denn? Der Goblin direkt. Ja, Goblin ist halt eine super Karte in dem Fall, weil der Goblin, also generell die ganzen Nightmares, haben halt den Effekt, wenn sie kommen und kreuzgelingt sind, dann kannst du eine Karte discarden, beziehungsweise du kannst auch discarden, darfst dann aber keine Karte ziehen. Und wenn sie halt kreuzgelingt sind, darfst du zusätzlich noch eine Karte ziehen. Das ist halt mega stark zusätzlich. Aber beim Goblin speziell ist der wirklich stärkere Effekt, warum man den Goblin so hypt, dass man in dem Spielzug, in dem er beschworen wird und er kreuzgelingt war, kann man noch eine zusätzliche Normalbeschwörung machen. Allerdings kann die Normalbeschwörung nur durchgeführt werden in eine Zone, ja, auf die er quasi zeigt. Aber trotzdem super stark. Okay, ja, das klingt tatsächlich gut. Du Ja. meintest ja auch zu mir, dass der Albtraumritter Meerjungfrau die Keycard wäre von denen. Es ist oftmals die Keykarte, weil man mit ihr halt die Ibli aus dem Deck spezial beschwören kann, was das themeninterne Monster ist quasi. Die Ibli, die ja auch mittlerweile, glaube ich, ich will nicht lügen, vielleicht sogar die zweiteuerste Karte des Sets ist. Ich weiß nicht genau, wie teuer das Einhorn gerade ist, aber das dürfte sich nicht viel geben. Und ja, die in Kombination kann dich halt zum Weiterbauen verleiten und die Ibli, wenn sie dann erstmal verbaut wurde und im Friedhof landet, kann man die Ibli dann im Friedhof auf die gegnerische Spielfeldseite specialen und dann darf der Gegner nur noch Link-Monster weiterbauen, solange sie auf dem Feld liegt. Das heißt, er muss sie erst verbauen, bevor er weitermachen kann. Das ist so ein bisschen wie Flying Sea, weil das, glaube ich, vergleichbar. Okay, das ist natürlich echt gut, ja. Ja. Okay, schade, dass das eine Rare geworden ist, muss man schon sagen. Ich fand auch das Design von der Karte eigentlich mit einem der besten Designs von den Nightmares, muss ich sagen. Das sehe ich zum Beispiel komplett andersrum. Ich finde, die Meerjungfrau ist wenn ich sie mit den anderen vergleiche, passt sie für mich überhaupt nicht dazu, weil sie sieht artwork-technisch komplett anders aus. Ja, also ich persönlich finde, sie passt voll rein. Also Ja. mein Liebling ist ja einfach direkt die Meerjungfrau. Na. Aber ich meine, sie sehen ja im Prinzip alle irgendwie unterschiedlich aus. Ich kann zwischen diesen Karten kaum eine
ja, wie sagt man, so eine Ähnlichkeit erkennen, wie man es jetzt mal bei den finsteren Weltmonstern erkennt. Da siehst du dir, aha, das ist ein finsteres Weltmonster, muss gar nicht auf den Namen gucken, siehst sofort. Finde ich, ist bei den Karten nicht gegeben. Die sehen alle individuell aus, hätten auch alle zu irgendwelchen anderen Themen gehören können. Das wohl war, ja. Genau, deswegen, also ich finde zum Beispiel den Goblin einfach am geilsten. Den habe ich schon gefeiert, als ich den in den OCG Openings gesehen habe. Genau, dann gab es ja auch noch Support, zwei Supportkarten, beziehungsweise zwei Link-Monster-Karten zum Thema Trickster. Genau. Wie sieht es mit denen aus? Ja gut, also Trickstar ist halt generell, also ich habe noch nicht viel von dem Deck gesehen, kann ich direkt schon mal sagen. Ich finde die Namen, die sie da gemacht haben, unheimlich bescheuert. Teilweise, also Bella Madonna und Delphiendium oder wie man diese Karte ausspricht. Also ich habe das beim Opening auch schon nicht hinbekommen. Also jeden Fall ist klar, dass Trickstar jetzt eher ein Combo-Deck wird. Das heißt, es wird nicht mehr diese Burn-Variante oder so Control-lastig, sondern es wird tatsächlich eher in die Richtung Combo gehen. Vielleicht sind sie dafür relevant. Aber was die Effekte der Karten genau sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass Trickster momentan nicht wirklich relevant ist. Okay. Genau, dann haben wir noch ein paar andere. Wir haben zum Beispiel den Aufzieh-Zen-Mal-Wartung, die wohl dickste Spam-Super-Rare aus dem ganzen Set. Ich persönlich, ich weiß nicht, finde jetzt irgendwie, ich habe mir natürlich die Karte auch mal durchgelesen, aber ich persönlich finde irgendwie, dass es überhaupt nichts bringt, dass die Karte das Deck jetzt auch nicht wieder zum Laufen bringt. Ja. Irgendwie verliege ich da richtig. Also ich glaube, die Karte verfolgt nur einen Sinn, dass das Deck halt zumindest das Link-Monster hat und dass sie damit ein bisschen weiterspielen können, dass es wieder spielbar ist, sagen wir mal. Aber ja, wirklich verbessern tut sie es jetzt nicht. Ja, also es krebst immer noch irgendwo unten rum auf jeden Ja, Fall, natürlich. Aber genau. ich finde es halt trotzdem schön, dass Konami auch für diese Decks quasi Link-Monster rausbringt, dass die Decks dann auch wieder ein bisschen spielbarer werden, wenn man sie denn überhaupt spielbar nennen kann. Wenn man sie spielbar nennen kann, genau. Ja. Dann gibt es noch zwei Link-Monster, auf die ich jetzt ein bisschen eher zu sprechen kommen möchte, beziehungsweise erstmal eins, die andere ist bei den Secrets, da möchte ich dann separat drüber reden. Und zwar haben wir ja jetzt in den letzten Sets immer so generische Link-Monster bekommen. Und auch hier haben wir wieder eins, und zwar die Großfliege. Das ist ja fürs Attribut Wind. Genau. Das ist ja, glaube ich, das Äquivalent zur Klingenfliege, wenn ich mich nicht täusche. Korrekt, genau. Inwiefern ist die jetzt spielerisch relevant? Ja gut, also da gibt es natürlich ein paar Decks, die man, oder generell ein Deck, wo es mir da einfällt, was da schön mit harmoniert, das ist halt hier die Yuuzhan Vong. Dafür ist das sicher nicht ganz kacke, weil zwei Windmonster ist halt super generisch. Ich meine, Konami ist ja auch schon angekündigt, für Finsternis und für Licht sowas auch noch rausbringen. Also, aber ja, ist eine super Karte, ist, denke ich, so ein Staple, aber halt auch nicht wirklich, ja, mega relevant. Also wenn man sich halt den Mr. Sternboy anschaut in der Vergangenheit oder auch den Misus Strahler, sind Karten, die man immer mal wieder sieht, aber das sind keine Karten, die Spiele gewinnen. Genau. Gut, dann gibt es Ja. natürlich noch ein paar. Oder hast du noch was dazu zu sagen? Falls ja. Ja, es gibt halt, weil du sagst, einen generischen Wind, es gibt noch einen weiteren generischen, in dem Fall, und zwar für Ungeheuer oder Ungeheuerkrieger, den Feuer. Ich weiß nicht, ob du den nochmal ansprechen wolltest, den feuerlöschenden Den, den, Daruma. die Daruma auf Puppe meinst du? Genau. Genau, ja, genau, die hätte ich jetzt fast vergessen. Sprechen wir die nochmal an. Inwiefern ist die denn relevant? Ich persönlich muss sagen, finde ich echt cool. Das auf jeden Fall ist ganz witzig. Ja, ist natürlich hier, ich glaube, für Fire Kings, ich bin mir nicht sicher, wir sind Fire Kings, sind die Ungeheuer oder Ungeheuerkrieger? Bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall in Zudeck spielbar. Und ja, allein dafür ist es nicht schlecht. Also vielleicht kann man das in irgendwelchen Kombos verwenden. Muss man mal schauen, aber ganz schlecht finde ich sie nicht. Genau, normalerweise war es ja so, dass diese immer irgendwie ein Gegenstück zu einer alten Karte waren. Ist das jetzt tatsächlich auch ein Gegenstück? Mir persönlich Bei ihr fällt nicht, da. nee. Weil es gab schon das generische Feuermonster quasi, aber Ach sie ist so. ein indirekt zweites dafür. Ach so, okay. Also, okay. Alles klar, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Karten, die ich jetzt besprechen möchte. Werden natürlich nicht alle durchnehmen, aber so ein paar, die natürlich mir auch wichtig sind. Wir haben nämlich auch noch ein Link-Monster, was mir jetzt hier gerade entwischt ist sozusagen. Und zwar die Schattenpuppe Konstrukt. Genau, ja. Schattenpuppe Konstrukt habe ich jetzt unterschiedliche Meinungen in letzter Zeit gehört über YouTube. Manche sagen, das sei eine relativ gute Karte, andere sagen, das sei jetzt eine eher weniger relevante Karte. Was ist es denn nun? Ja gut, das ist halt, wie gesagt, man kann das sehen, wie man will. Also generell finde ich die Namensgebung halt schon mal ziemlich bescheuert.
dass man da sehr unkreativ war, das einfach eben auch Konstrukt zu nennen. Man hat ja schon das El Shaddoll-Konstrukt, ja, für das das Thema ja bekannt ist. Aber natürlich, klar, die Karte ist schön, dass die Support bekommen. Also ganz, die ist nicht schlecht, aber ich denke, auch da wird man abwarten müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Das hängt auch von der Weiterentwicklung der anderen Themendecks ab, wie relevant die Karte sein wird. Genau, dann gab es ja noch einige OCG-Imports, wo die Leute jetzt nicht so zufrieden waren, wie zum Beispiel Insektor Minimotte. Ja. Im Allgemeinen vielleicht, weiß nicht, ob du dich da auskennst, ich persönlich weiß da jetzt darüber nicht so viel Bescheid, aber was ist das denn, was hat das denn mit diesen OCG-Imports auf sich? Ja gut, Warum gibt es ja. sowas überhaupt? Also das sind halt Karten, die waren bisher OCG Onlys. Das heißt, die waren nur im OCG gedruckt, wenn ich da nicht falsch liege. Da haben wir auch einige Karten. Das ist zum Beispiel bei uns im TCG der Tornado-Drache. Das ist eine TCG-Exclusive-Karte. Ja, die werden halt dann von Zeit zu Zeit, wenn Konami denn mal lustig ist, dann eben ins jeweils andere Format reingeschmissen. Aber in dem Fall haben wir hier Karten bekommen, die für uns alle komplett irrelevant sind. Ja, gut, für uns alle würde ich jetzt nicht sagen. Also okay, sagen wir mal so, für die spielerische Seite irrelevant. Das auf jeden Fall, Ja. genau. So, dann wurde ja noch eine Kristallungeheuer-Supportkarte einfach mal so random reingepfeffert, das super wäre, und zwar Regenbogenlichtbrechung, die ich persönlich sehr schön finde. Aber auch da ist die Begeisterung, hält sich da in Grenzen. Was genau kann die Karte denn? Das ist auch wieder so eine Karte, mit der ich mich halt so gar nicht beschäftigt habe, weil das halt so alles so irrelevante, Das sind alles irrelevante Nebenkarten, ne? genau, also die schön nice to have, so wirst du eh nie sehen, quasi, so nach dem Motto. Das auf jeden Fall, ja. Mich hat es halt bloß gewundert, dass die einfach so. Ohne, es gibt ja keinen anderen Support. Es gibt ja nur diese Karte, dass sie einfach so quer da reingeschossen worden ist. Na gut, sie haben ja noch die zwei Commons bekommen, den Kristallmeister und den Kristallhüter. Das sind diese Pendelkarten, ja, Genau, klar. genau. Aber abgesehen davon gibt es, glaube ich, nichts. Gut, dann gibt es an und für sich eigentlich nur noch zwei Sachen, nee, drei Sachen, über die ich reden möchte, bevor wir dann zum Endthema, die Secret Rares, kommen. Und zwar gibt es einmal die Karte, die ich persönlich recht interessant finde, allerdings nicht vom, ich weiß nicht, vom Effekt, weiß gar nicht, was die kann, aber einfach von der Idee her, und zwar Wiedergeburt der Wiedergeburt, weil auch die Sneak-Promo. Was hältst du denn von der Idee so an sich, von dieser ganzen Aufmachung der Karte? Also generell finde ich, die Karte ist eine super Karte. Und ich also vom Opti oder von der Optik her finde ich auch super hübsch. Die Idee ist auch eine super, super Sache. Ich glaube nur, dass Konami da schon irgendwie den Hit der Wiedergeburt vorbereitet hat. Ich glaube zwar nicht, dass die Wiedergeburt auf der nächsten Bannlist davon betroffen sein wird, aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob Konami das für spätere Bannlists vorbereitet hat, dass dann quasi ein anderer Wiedergeburtersatz noch vorhanden ist. Okay, ja gut, warum nicht? Genau, Kann aber man ja machen. ansonsten ist in Spam-Decks, die leicht First Turn irgendwas rausbekommen, ist die Karte sicherlich nicht schlecht. Okay, ja, also wie gesagt, den Effekt hatte ich mir nicht. Ich kenne sie halt nur optisch und ich werde noch versuchen, diese Sneak-Promos richtig oft ranzuholen. Ich finde die richtig cool. Dann gab es noch die Super Rare Roter Neustart. Das soll wohl die beste Super Rare aus dem Set sein. Ja gut, also ich denke, das ist mit den Nightmares zusammen die beste Super Rare, aber sie ist halt eine Handtrap quasi zu vergleichen. Also es gab ja jetzt in letzter Zeit viele Traps, die auch als Handtraps gespielt werden konnten, wie Evenly Matched, und da reiht sich der rote Neustart, der Red Tribute dann auch ein, weil sie besagt hat, wenn der Gegner eine Feindkarte aktiviert, dann kann ich die Aktivierung eben annullieren. Und wenn ich das tue, dann wird die Karte verdeckt gesetzt. Und dann kann der Gegner noch eine andere Fallenkarte direkt von seinem Deck setzen, darf aber dann für den Rest des Spielzugs, nachdem diese Karte dann eben aktiviert wurde, keine Fallenkarten aktivieren. Und genau aus diesem Grund spielt man das Ganze nämlich. Und als Kosten für das Ganze muss man halt die Hälfte der Lebenspunkte zahlen. Und man kann die Karte eben aus der Hand aktivieren, was das Ganze dann, wie gesagt, so stark macht. Aber das ist hauptsächlich dafür, dass man einen OTK durchbringen will, dass man will, dass der Gegner keine irgendwelche ja, Traps aktivieren kann. Okay, na, das klingt gut. Im richtigen Moment ist das sicherlich ziemlich stark. Genau, aber ich denke momentan auch nur eine Side-Variante, also ein Sideboard. Im Main-Deck auch momentan denke ich eher weniger. Okay, dann gibt es, bevor wir zu den Secrets kommen, ein Thema, das mir persönlich, um Ja. das Thema kommen wir nie herum, wenn solche Karten im Set rauskommen. So haben wir natürlich auch die Wendschrecken mal wieder am Start. Genau. Also ich weiß nicht, ob du dazu noch sagen möchtest, zum Thema. Ich persönlich muss eigentlich bloß loswerden, dass ich einfach mal wieder das Lob an Konami aussprechen muss. Diese Karten sind mal wieder göttlich designt worden. Was ich persönlich halt schade finde, ist halt, dass vor allen Dingen der Henkan rare geworden ist. Ich hätte ihn halt unglaublich gern als Super oder als Ultra gesehen. Die Karte ist unglaublich geil designt. Der toppt ja sogar noch den Kriegsherrn, der bisher meine Lieblings-Wendschreckenkarte war. Dasselbe gilt auch
auch für Anima, die finde ich extrem geil Design. Auch die ganzen Support-Karten wie Tagesanbruch und so weiter, die finde ich einfach unglaublich cool. Spielerisch ist das Deck wahrscheinlich immer noch nicht relevant und ich schätze auch nicht, dass das irgendwie relevant werden wird. Ich schätze mal, das wird immer so ein kleines Randthema bleiben. Ja. Aber optisch muss ich einfach mal sagen, ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, aber ich finde diese Karte richtig cool. Und zumindest beim Henker hoffe ich, dass sie vielleicht einen Super Rare Print in irgendeinem OTS-Packer. Wer weiß. Ja, genau, aber nochmal zu so den Eventschrecken. Ich habe das Deck tatsächlich gestern bei einem Bekannten erst wieder in der Hand gehabt und habe mir das ein bisschen angeschaut. Es kann teilweise ganz gute Plays machen, aber ja, ist halt ein schönes, gutes Fun-Deck. Genau, es ist halt schön, also absolut. Bin top begeistert von dem Deck. Ich hoffe, dass sie das Thema nicht lassen. Da können Sie gerne spammen, da ist nur Wurst. Da können Sie machen wie bei Cyberst. Ja. Genau. Da möchte ich jetzt eigentlich abschließend zu den Secret Rares kommen, die ja auch gemischte Gefühle hinterlassen haben bei einigen. Jetzt muss ich bloß gerade noch mal gucken. Da haben wir hier genau, da fangen wir mal an mit der Albtraumritterin, Beschädigerin Ibli. Ibli, genau, ja. Genau. Aber bevor du Genau. jetzt auf die Secret Rares willst, haben wir noch eine wichtige Karte vergessen bei den Rares. Oh, welche Und denn? zwar Sekkas Licht. Das ist eine Karte, Sekas Licht. über die Okay, freuen klar. sich einige Leute. Das ist auch eine super starke Draw-Karte. Zum Beispiel in BA kann man die spielen. Die hat zwar einen positiven, aber auch einen negativen Effekt. Dennoch ist sie eine sehr starke Karte, weil wenn man keine Zauber der Fallenkarte in einem Friedhof hat, kann man zwei Karten ziehen. Das ist ein Topf der Gier. Und zusätzlich kannst du für den Rest des Duells, nachdem man diese Karte aktiviert hat, weder Zauber noch Fallenkarten oder Effekte von denen eben aktivieren. Außer Sekkas Licht. Und zusätzlich hat sie noch einen zweiten Effekt, weil das sonst ein bisschen ja zu bad wäre. Man kann diese Karte vom Friedhof verbannen, dann darf ich ein Monster in der Hand vorzeigen, darf es ins Deck mischen und dann darf dann eine Karte ziehen. Das darf man halt nur einmal pro Spielzug verwenden, aber theoretisch macht die Karte ja plus 2. Also indirekt sogar plus 3. Okay, also die Karte habe ich jetzt so noch gar nicht registriert. Vielleicht ist mir einfach irgendwie durch die Lappen gegangen. Secker wie Genau, und Denko-Secker. Denko Sekka ist tatsächlich auch auf dem Artwork der Karte drauf. Okay, das ist cool. Ja, die muss ich mir dann so nochmal anschauen. Ja. Gespräch habe ich, die ist mir total entglitten, die Karte. Hast du sonst noch was? Bei den Commons könnte man höchstens noch mal erwähnen, gab es ja quasi den Reprint der vom Grab gerufen, was ja auch noch eine Handtrap war. Die war ja die Extreme Force Special Special Edition, Edition genau. Ja, aber ich denke, da brauchen wir nicht mehr näher drauf eingehen. Die Karte kennt ihr, das ist eine gute Die, Karte. ja genau, die sollte weitestgehend bekannt sein mittlerweile. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Secrets und da haben wir als erstes einfach so durch, wie sie mich hier auf meiner Seite, die ich mir hier zur Denkhilfe hernehme, anspringen. Und da kommen wir als erstes zum Albtraumritter Beschädigerin Ibli. Genau. Das ist ja eine Karte, die auf die gefreut vor und so weiter, die Karte gepostet worden ist, die scheint auch nicht zensiert worden zu sein. Ich finde es jetzt optisch relativ cool, ist für mich jetzt nicht unbedingt das Highlight, aber so an sich ist sie doch ganz nett anzugucken und jeder, der die bisher gezogen hat, hat sich unglaublich darüber gefreut. Die wird wahrscheinlich auch schon eine gewisse spielerische Relevanz haben, wenn sie denn schon eine Secret Rare ist. Genau, ja klar. Also das ist Und halt die Keykarte für einige Nightmare-Kombos, weil eben die Meerjungfrau diese Karte specialen kann. Aus dem Deck. okay. Was das Ganze so stark macht. Und ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn man die Karte eben verbaut und sie in diesem Spiel auf dem Friedhof landet, dann darf man sie den Gegner hinlegen und der darf dann wieder, also wie vorhin schon mal angesprochen, erst muss er ein Linkmonster bauen mit ihr zusammen quasi, bis er wieder was anderes specialen darf. Also sie bremst quasi aus. Sie bremst manchmal aus, aber momentan noch eine gefährliche Karte, da wir viel True Draco in der Meta haben, da könnte man den Gegner auch leicht mal mithelfen, deswegen muss man da aufpassen. Okay, hast du vielleicht eine Prognose, wie sich das mit der Karte weiterentwickelt? Was geht noch für Generell ist die Relevanz? Prognose schon mal, dass die Karte unheimlich an Wert gewonnen hat. Ich glaube, wo sie rauskam, ging sie 12, 13 € und jetzt mittlerweile geht sie 25 €. Das ist Stand von gestern. Ist eine Auf jeden saustarke Fall. Karte, weil sie eben einfach aus dem Deck gespecialt werden kann. Selbst ihr Normal Summon-Effekt ist nicht ganz schlecht, aber meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Karte. Okay, dann springen wir auch direkt zunächst, würde ich sagen. Und zwar haben wir da den topologischen Trisbania. Genau. Das ist ja auch die Coverkarte des Sets. Die scheint ja auch zumindest ein bisschen was zu können. Ich persönlich habe mich mit der Karte noch überhaupt nicht beschäftigt. Keine Ahnung. Ich finde sie von der Optik natürlich doch relativ cool, aber ansonsten habe ich von dieser Karte absolut keine Ahnung. Da muss ich dir das Wort überlassen. Ja, es ist Keine eine Ahnung. Karte, die war, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Also sie kam, glaube ich, mit knapp 25 € in den Vorverkauf und geht, glaube ich, jetzt noch 12 €, wenn ich da nicht falsch liege, oder sogar schon weniger.
Weil, gut, der Effekt ist nicht ganz schlecht. Man darf sie auch nicht unterschätzen. Sie wird bestimmt ihre Relevanz nochmal bekommen, aber aktuell eine Karte, die, ja, nicht ganz so relevant ist. Also in irgendwelchen Loop-Decks, wo man, kann man damit was machen, aber sonst auch weniger. Also es ist für mich jetzt erstmal nichts wirklich Interessantes. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, da kann man ja vielleicht irgendwann mal noch nebenbei reden, wenn sie dann relevant Genau. ist. Genau, dann haben wir natürlich Zuwachs einer Familie, und zwar unsere Geistermädchen, ne? Geister, Ogre, Schneehase und so weiter, haben auch eine neue Schwester bekommen, und zwar das Geistermädchen und Spukhaus. Optisch muss ich persönlich sagen, ich stehe zwar auf dieses Gruselige, was ja hier definitiv auch so im Vordergrund steht bei der Karte, dennoch auch wenn man es vielleicht jetzt nicht erwarten würde von ihr, aber dennoch ist das nicht mal eins. Ich finde sogar, dass sie noch auf Platz 4 ist, also die am schlechtesten designt. Ich weiß nicht, ich finde die Art, wie sie dargestellt wird auf dem Artwork, finde ich ein bisschen fantasielos. Ja, würde ich unterschreiben. Also ich finde auch, sie hebt sich irgendwie so ein bisschen von den anderen ab. Die anderen konnte ich immer so einen Bezug herstellen, aber sie sieht dann doch so ein bisschen anders aus, finde ich. Ja, sie sieht deplatziert aus. Sie sieht Ja. aus, als hätte sie nicht dazu. Ja. Dazugehört. Es hieß ja ursprünglich sogar, dass es, sprich auf Discord mehrfach gehört, dass das eine Super Rare werden sollte. Das wäre echt der Horror gewesen, weil das waren immer Secret Rares in den Hauptsätzen. Das sollte auch so bleiben, ganz egal, wie relevant die sind oder nicht, Ja. wenn man schon so eine Family startet in der Richtung. Wie relevant ist sie denn spielerisch? Also, ja, also ist erstmal eine super Karte mit einem super Effekt. Aber, das große Wort aber, aktuell leider gar nicht relevant, da das aber auch eine Metasache ist. Also, die Karte wird ihre Relevanz und ihre Zeit bekommen, wo sie bestimmt auch an ihre 50, 60 € gehen wird. Zum Beispiel, wenn wir einen BA-Meta hätten, dann wäre die Karte die beste Handtrap, die man spielen kann. Aber für die aktuelle Meta ist sie nicht wirklich relevant. Eine Side-Option. Bestimmt gegen einige Decks. Vielleicht wird es auch Leute geben, die die Karte Main spielen. Ich denke, da unterscheiden sich auch wieder, sind die Geschmäcker wieder unterschiedlich. Ich würde sie definitiv momentan nicht spielen. Dafür ist die Aschenblüte und der Geisteroger momentan zu stark. Und ja, man kommt momentan eigentlich an der Ash und an den Oger nicht vorbei. Und deswegen ist das Spukhaus da erstmal nicht so relevant. Aber wie gesagt, sie wird ihre Zeit bekommen. Genau, das ist ja auch eine Sache, wo sie sich, glaube ich, entscheidet. Es war ja immer so, sei es jetzt die aus Shining Victories, mein absoluter Liebling, die Kirschblüte, glaube ich, hieß Ja. sie. Ob es jetzt Ogre oder Ash war, es war ja immer so, als rauskam, da waren das die Money Cards schlechthin in dem Set. Das waren ja Karten, die dann direkt unglaublich relevant waren. Genau. Was bei der jetzt halt nicht der Fall ist. Auch da hebt sie sich ab, nur mal so, ist keine Randnotiz. Genau, wobei ich aber Genau. sagen muss, tatsächlich ist das, glaube ich, doch aktuell die zweiteuerste Karte, weil sie geht doch, glaube ich, immer noch 30 €. Wobei, wie gesagt, es gibt sich nicht viel. Die Ippli und sie sind so zusammen die zweiteuersten Karten, würde ich sagen. Genau. Dann schauen wir mal, was haben wir noch? Genau, dann kommt Rittern. Da gab es das Albtraum Ritter Einhorn. Genau. Finde ich persönlich ziemlich strange designt. Also am Anfang habe ich mich jetzt mit dem Artwork nicht anfreunden können, aber an und für sich finde ich es mittlerweile doch ganz cool. Da fällt mir auch direkt auf, dass wir ziemlich viele Nightmare-Sachen bei den Secrets vertreten haben. Inwiefern ist die denn, also die Nightmares sind ja alle, wie wir schon wissen, relativ spielstark, aber inwiefern wirkt sich jetzt diese Karte genau aus? Ja gut, also sie ist halt zum Beispiel die Karte, die Spiral zurück ins Geschehen bringt, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber bei Spiral wurde der Field Spell, die wichtigste Karte des Decks, auf 1 gesetzt. Und da gibt es halt jetzt eine schöne Kombo, dass man das Einhorn benutzen kann, um sich den Field Spell, der bereits auf dem Spielfeld liegt, den man schon mal benutzt hat, wieder zurück ins Deck mischen zu können und den quasi dann durch die Kombo nochmal zu benutzen. Das heißt, man hat einen Field Spell, der auf 1 ist, den man dennoch zweimal schon wieder benutzen kann, da er suchbar ist. Durch Karten auch wie Terraforming gibt es da zwei Kartenkombos, die das komplette Board eskalieren lassen. In dem, ja, da kurze Randnotiz, gibt es eine Kombo auf meinem Kanal, also da will ich jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Deswegen super starke Karte. Und zusätzlich darf man auch nicht vergessen, wobei das wahrscheinlich nicht so häufig der Fall sein wird, wenn die Karte auf dem Feld liegt und kreuzlings mit anderen Albtraumrittermonstern, was ja die Nightmares sind, dann darf man in der Draw Phase statt einer Karte so viele Karten mehr ziehen, wie andere Albtraumritter Linkmonster auf dem Feld miteinander co-gelinkt sind. Das heißt, man kann schnell mal statt einer Karte in der Draw Phase zwei oder drei ziehen. Okay, also der erste Teil des Effekts von der Karte, der erscheint mir relativ innovativ. Sowas hat es vorher noch nie gegeben, glaube ich, ne? Na gut, zurückmischen und Discarden doch gab es schon immer mal wieder, aber als Linkmonster halt noch nicht. Dass man eine Karte zweimal benutzen kann, obwohl sie nur einmal da ist, sicher. Naja, klar, du mischst die Karte ja quasi ins Deck zurück und suchst du dir neu. Dadurch kannst du sie quasi zweimal benutzen. Okay. Ja, da erkennt man wieder, dass ich vom Spiel keine Ahnung habe. genau.
Dann gibt es den Albtraum, genau, Albtraumritter Greif, der mir persönlich jetzt optisch auch sehr gut gefällt, muss ich sagen. Das ist tatsächlich meine Lieblingssiegel von denen. Ja. Was genau kann der denn? Das ist so eine Art Skill Drain für spezialbeschworene Monster. Solange er auf dem Feld liegt, werden, ja, so also gut. Also generell haben die ja alle diesen Discard-Effekt. Eine Karte abwerfen und eine Zauber der Falle im Friedhof fehlen, sagt er erstmal und darf, dann darf man die setzen. Das ist halt, ja, nice to have, aber halt nicht so relevant. Aber der Haupteffekt der Karte ist eigentlich, also Effekte von spezialbeschworenen Monstern auf dem Spielfeld nicht aktiviert werden können, es sei denn, sie sind gelinkt. Oh, und was das heißt, brauche ich dir nicht sagen, das schränkt alles ein, weil was specialt man heute nicht mehr? Klar, der Gegner muss nur versuchen, das Ganze zu linken irgendwie. Dann kann man seine spezialbeschworenen Monster wieder benutzen quasi. Aber wenn man zusätzlich noch die Ippli, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, den Gegner hinlegt, dann muss er erstmal einen Link-Monster bauen. Um mit überhaupt was anderes machen zu können. Und ja, da gibt es einen netten Lockdown, wo der Gegner nicht mehr viel machen kann. Deswegen ist der Greif schon super stark. Okay, und wo liegen die Karten preislich momentan? Also, ich kann dir nur den Stand von letzter Woche sagen. Das Einhorn ging 23,24 und der Greif 16,17. Okay, ist doch schon recht stolzer Preis. Ja. Dann gibt es die Vampirsaugerin, von der ich dummerweise, und ich weiß nicht aus welchem Grund ich das gedacht habe, aber irgendwie war ich der Meinung, dass die in Dark Saviors rauskommt. Auf jeden Fall gibt es dann hier die Vampirsaugerin. Wenn ich das jetzt richtig, allerdings kann ich mich jetzt hier nur auf eine Randnotiz, die Creepfan in seinem, seiner, also in seinem Case Opening gesagt hat, beziehungsweise gebracht hat, kann ich mich nur darauf beziehen, das soll ja die zweitschlechteste Secret des Sets gewesen sein. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber optisch finde ich die, weiß nicht, sie erinnert mich ein bisschen wenig an Vampir, muss ich sagen. Ja, das stimmt, ja. Das ist eher so ein Dark Magician Girl für mich. Ja, Dark Magician Girl mit ein bisschen mutiert, ne, Flügeln, Ja, aber ja, ansonsten hat natürlich. Inwiefern trifft denn die Aussage zu? Ist es dann tatsächlich die zweitschlechteste? Was kann sie? Ist sie relevant? Weil sie geht ja aktuell das nur 6 €. Ne? Das Mehr Problem ist war die, halt, glaube ich, nicht. ja, das Problem ist also, sie ist nicht wirklich schlecht. Für die Vampire ist sie unheimlich stark, aber wenn man mal schaut, wie relevant die Vampire sind, dann muss man leider sagen, gar nicht. Die bekommen nochmal Support. Dann muss man gucken, wie das Ganze aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stark sein wird, dass das Deck auf einmal Meta-Relevanz bekommt. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass Konami auch für solche Decks sowas rausbringt. Es kann nicht nur geile Secrets in einem Set geben und ich finde sie artwork-technisch, wie gesagt, ganz okay. Und wie gesagt, ja, zweitschlechteste Secret würde ich auf jeden Fall unterschreiben, aber für die Leute, die Vampire spielen, definitiv nicht. Ja, das stimmt. Wenn es ja auch nur gute Secrets geben würde, würden die ja gegenseitig auch irgendwie den Preis drücken, glaube ich. Ja. Die Sache ist nur, der nächste Support, der rauskommt, ist in Dark Saviors. Ich habe mich jetzt natürlich auch schon im Vorfeld mit ein paar Leuten unterhalten. Der Support, der soll jetzt, was Gehörte angeht, soll jetzt nicht so der Burner sein. Ich meine, Ja. müssen wir dann abwarten. Aber was ich gehört habe, werden die Vampire wohl eher weniger relevant sein, eher auf Varish und auf die Skyfangs, die da neu rauskommen. Genau, Wir ja. ziehen, das besprechen wir dann, wenn wir das besprechen, also auch noch diesen Monat dran. Genau, dann haben wir natürlich noch, über die wir sprechen müssen, weil sie wohl die schlechteste ist. Das ist Super Team Kumpelkräfte vereinigt euch, was für ein scheiß Name. Ja. Genau, also ich habe mir den Effekt nicht durchgelesen, aber ich schätze einfach mal, dass sie damals oder was kann die, was macht Also ich die, finde den was gibt Effekt gar das? nicht so schlecht. Die Karte ist halt unheimlich unrelevant, weil es eine normale Fallenkarte ist und Fallenkarten, die sind ja bekannterweise sehr, sehr langsam im aktuellen Yu-Gi-Oh! Und ich glaube auch, das ist allein schon der Grund, warum die Karte so wenig ja, Wert aktuell hat. Aber sie ist, also man kann jetzt nicht sagen, dass sie komplett scheiße ist. Vielleicht wird es Das weiß ich nicht. irgendwann noch ein Deck geben, wo die Karte gut spielbar ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, sie ist okay. Aber jetzt auch, wie gesagt, also definitiv die schlechteste Secret, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Aber ja, der Preis ist vielleicht nicht unbedingt gerechtfertigt. Das könnte auch locker eine 4-5-Euro-Karte sein. Ach, es ist so billig. Wie viel geht die denn? 1,50 Euro. Ach du okay. Gut, und dann kommen wir wohl zu der Killerkarte schlechthin, und das ist unendlich hier Unbeständigkeit. Das ist. Also ich weiß nicht, ob es die beste Secret ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall die seltenste. Man hat da ein bisschen gesagt, ist die jetzt Shortprint, ist sie nicht. Die meisten haben gesagt, nein, aber wenn man sich die Openings anguckt, die ist einfach Shortprint, da braucht man gar nicht diskutieren. Ja. Und jedes Opening, das du anguckst, die wird kaum gezogen, auch Creepflame bei seinen 13 Displays einmal dabei gewesen. Wert, glaube ich, über 70 €, wenn ich mich nicht täusche, 75 oder irgendwie Ja, sie sowas. geht ab 60 aufwärts auf jeden Fall, kann man sagen.
Genau. Ist diese Karte, ist der Preis jetzt gerechtfertigt? Ist die Karte denn wirklich so stark oder? Tja, da streiten sich auch die Geister. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu der Karte. Ich finde sie absolut nicht gut, weil sie ist halt der bessere Effekt-Wähler. Klar, die Karte ist nicht schlecht, ist auch meta-relevant, aber ich persönlich würde nie im Leben für ein Playset quasi knapp 200 € ausgeben für eine Karte, die meiner Meinung nach nicht unheimlich stark ist. Sie ist gut, keine Frage, aber sie ist definitiv ihren Preis nicht wert. Da wird es jetzt viele Leute geben, die sagen, oh Gott, der hat ja gar keine Ahnung, der spinnt. Aber da sind die Geschmäcker komplett unterschiedlich und ich finde sie wirklich okay, aber mehr nicht. Okay, natürlich wird beim Preis auch ein bisschen die Tatsache mit reinspielen, sehr schrott ist. Also man muss Genau. wirklich sagen, es ist seit langem mal wieder ein, wirklich selten ist. Ja. Das hat Konami ja irgendwie je nach Set immer anders gehandhabt. Ich glaube, die letzte tatsächlich seltene Secret war Pot of Desire. Die hat man wirklich etwas weniger gezogen, obwohl sie tatsächlich nicht so selten war wie jetzt unendliche Unbeständigkeit. Also das, was Konami mit der Karte gemacht hat, ist ja schon extrem krass. Ja. Also ich schätze mal, dass das locker 20 bis 25 € Preisunterschied macht. Genau, also ich würde die Karte zum Beispiel auch nur kaufen, wenn sie 25 € so um den Dreh kosten würde. Dann würde ich mir davon wahrscheinlich ein Playset holen, aber ja, so wie der Preis aktuell ist, finde ich die Karte klar. Die ganzen Turnierspieler, die auch in Teams drin sind, die werden die Karte alle spielen, weil natürlich kann die Karte auch Spiele gewinnen, aber ich finde sie ja im Preis halt nicht gerechtfertigt einfach. Ja, genau. Vielleicht haben wir ja Glück und sie bekommt einen irgendwann Genau. mal in irgendeiner Mega-Tin. Ja. Genau, dann wären wir soweit mit dem Set eigentlich. Hast du noch irgendwas, über was du reden möchtest? Irgendeine Karte? Ich weiß es nicht. Ich bin für meinen Teil fertig. Ja gut, das Einzige, was ich vielleicht nochmal ansprechen würde, ist halt, du hast eben schon mal gesagt, dass die Infinite Trap Shortprint ist. Generell die Verteilung der Secrets war ziemlich beschissen. Da gab es auch Display Cases, wo einfach das Einhorn nur einmal gezogen wurde oder auch nur dreimal, was ja nicht gerade viel ist. Also generell die Verteilung hat Konami ein bisschen verkackt bei dem Set. Ja, aber sonst haben wir eigentlich sonst alles durch. Genau. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Was? Wir werden dann wahrscheinlich am Ende des Monats direkt wieder am Start sein, weil da kommt ja dann Dark Saviors raus. Genau. Genau, da werden wir dann auch nochmal drüber reden. Da habe ich auch schon mit Julio gesprochen. Ich bin auch schon richtig gehypt auf das Set. Auf das Set hier, das jetzt rausgekommen ist auch, da kriege ich ja noch den Creep-Fan, den ich eigentlich im Vorfeld wäre das nicht ganz hingehauen. Und ja, genau, wir sehen uns dann zur nächsten Set-Besprechung, würde ich sagen. Gerne mal auf YouTube's Kanal vorbeischauen und da diesen Play, den er angekündigt hat, euch geben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haltet steif. Ciao, ciao.